Hallo, herzlich willkommen bei Belvini.de. Ich bin Eduardo Stark von Weingut Montes in Chile. Jetzt habe ich noch eine Chance, euch diesen wunderschönen Wein von uns zu präsentieren. Das ist unser Montes Alpha M. Also wir lieben Engel und das ist auf jeden Fall die Mutter unser Engel. Eine ganz klassische Flasche, das ist unser Montes Alpha M 2005. Ganz edle Flasche, ganz spezielles Etikett. Das ist unsere Top-Cuvée, würde ich sagen. Das ist ziemlich eine Bordeaux-Cuvée, 80% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 5% Cabernet Franc und 5% Petit Verdot. Und der Wein bleibt 18 Monate in neuen französischen Eichenfässern. Also das ist also für Chile wirklich eine Referenz gewesen. Also der erste Jahrgang war 96. Und damals gab es solche Qualität überhaupt nicht in Chile. Und seitdem haben wir wirklich eine sehr schöne Entwicklung von diesem Wein gesehen. Das ist jetzt vom Apaltatal in Colchagua. Apalta ist in Chile erkannt und weltweit auch bekannt als eines der besten Lagen für Rotwein. Und was wir jetzt hier in diesem Wein zeigen wollen, ist also, was für ein Potenzial Chile hat, solche Qualität zu produzieren. Das ist wirklich so also ganz konzentrierter Wein, ganz also niedrige Erträge, aber die Eleganz ist immer noch da. Das kann man schon ganz klar, also jetzt im Glas sehen. So ganz schöne Dichte, das ist ein 2005er, also auch für diesen Wein auch sehr jung, hat also jede Menge Potenzial. Also die Frische, den Alter vom Wein kann man schon, also von der Farbe schon entdecken. Eine ganz schöne dichte Farbe. Die Nase ist wirklich sehr komplex. Es ist nicht einfach, diesen Wein zu beschreiben, weil es passieren sehr viele Sachen hier im Glas. Man hat erstens auf jeden Fall diese Kokonoten von der Eiche. Aber da kommen diese Graphitnoten, da kommen diese Bärennoten, diese Kaffee-Noten auch sehr, sehr schön vor. Das ist ein Wein, der wirklich also vieles zu bieten hat. Also im Gaumen kann der wirklich kommen diese dunklen Beeren, diesen Toffee-Geschmack von der Eiche, die Kokosnoten. Dann kommt jetzt diese, auch ein bisschen von diesem Zigarbox. Ein bisschen Cassis, also ganz klar von Cabernet Sauvignon. Also total ganz verschiedene Geschmacks. Ich spiele hier mit. Das ist wirklich ein Vergnügen, diesen Wein hier im Glas, mit diesem Wein im Glas ein bisschen zu spielen. Also der M ist für uns sozusagen unser Flagship und dafür geben wir uns Mühe, also jedes Jahr das Beste also für diesen Wein zu machen. Das ist alles also per Hand geerntet. Wir machen sogar eine Nachtente für diesen Wein und das heißt, wir nehmen die Traube also in der Nacht, damit die Rebstöcke also abends ein bisschen mehr Feuchtigkeit vom Boden nehmen können und damit dass der Zucken halt ein bisschen niedriger wird. Und damit können wir ein bisschen, also das Alkohol am Ende des Tages ein bisschen runternehmen und dann gewinnt man ein bisschen Eleganz. Man verliert ein bisschen Konzentration, aber man gewinnt sehr viel Eleganz. Und das ist also der Sinn, dass wir sowas machen. Wir haben in Chile eine neue Kellerei bauen lassen, also schon seit 2004. Und in dieser Kellerei, wo wir die Montes Alpha Linie und diese Top-Cuvées jetzt vinifizieren, arbeiten wir nur mit Schwerkraft. Und das ist sehr wichtig, damit man also die Trauben also mit ganz viel Liebe also behandeln kann. Also wir benutzen kaum Pumpen. Erstens, wenn die verschiedenen Trauben sortiert werden, die werden also auf dem Dach unserer Kellerei sortiert und dann fließen die Trauben nach der Auslese also direkt mit Schwerkraft in den verschiedenen Tanks. Also das machen wir alles, das Ganze machen wir, um das Beste, um einfach die beste Trauben bei diesem Wein zu haben.
Also wir lassen nichts also als Zufall, sondern das ist alles so geplant, damit wir die besten Trauben für diesen Wein haben können. Also dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass die beste Qualität von Chile hier in dieser Flasche sein wird. Und die beste Qualität von Chile kommt auch in einer sehr schönen, edlen Kiste. Das ist eine chilenische Eiche-Kiste. Und das kann man schon schieben. Und das zeigt, was für eine Qualität auch diese Wein bieten kann. Das ist ein Wein, den ich also gerne haben würde, also mit verschiedenen Sortiment von verschiedenen reifen Käsen. Was auch sehr schön zu Wild, ganz besonders zu Reh und auch ganz besonders zu Lamm. Also mein persönlichen Geschmack, ich bin ein Lammlieber. Und das essen wir auch in Chile ziemlich sehr offen. Also Fleisch in Chile gibt es ziemlich ganz viel und das genießen wir auch mit solchen Weinen, wenn wir die Chance haben, so eine Flasche zu bekommen. Auch sehr limitiert, wir produzieren vom M 24.000 Flaschen im Jahr. Und wie gesagt, das sind ganz bestimmte Lagen, wo wir diese Trauben bekommen können in unseren Weingärten. Aber das, ihr könnt also, wie gesagt, sicher sein, dass die besten Trauben diesen Wein produzieren werden. Also, zum Wohl.